Heute geht es um erstaunliche Wunder. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung bei Wunder heute TV. Mein Gast Kurt Bodenmann, wohnhaft in der Schweiz. Er darf erleben, wie weltweit Tausende von Menschen mit den Wundern von Gott berührt werden. Er steht in einer Arbeit, beispielsweise, ich nehme ein kleines Beispiel, ein Junge, der noch nie laufen konnte, wie er durch die Kraft von Jesus Christus auf einmal laufen kann. Wirklich, ein gewaltiges Wunder. Aber da kommen wir drauf im zweiten Teil unseres Gesprächs. Erster Teil, eine kurze Einführung zu Kurt. Er war schon mal bei uns. Er hat uns erzählt, dass er als Junge, damals in den Teenagerjahren, drogenabhängig schon war. Er hat sogar teilweise auf der Straße gelebt, 7-mal am Rand des Todes gestanden. Mit 22 wollte er das Leben definitiv beenden. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Und das, lieber Kurt, ist für mich jetzt so ein Punkt, wo ich sagen muss, es ist erstaunlich, dass du lebst und dass Gott dich heute in so einer gewaltigen Arbeit gebraucht. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Ja, es ist auch für mich gewaltig und erstaunlich, einfach zu sehen, wie es neues Leben gibt, wie man einen Sinn finden kann in dieser Welt. Wie man Liebe finden kann, das habe ich immer gesucht. Ich glaube auch in den Drogen. Für mich ist nicht das größte Wunder, dass ich von Drogen frei wurde, sondern dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe, dass ich neues Leben, Frieden mit Gott, Liebe, die nicht mehr weggeht. Das ist für mich das größte Wunder, das ich erleben durfte. Du warst ja in vielen oder bist in vielen Ländern, bist du unterwegs. Du predigst das Wort Gottes, das heißt das Evangelium von Jesus Christus. Und ich habe es gesagt, buchstäblich, Tausende von Menschen werden berührt und erleben diese Kraft von Jesus und immer wieder geschehen auch Wunder. Jetzt dieses Beispiel mit diesem kleinen Jungen. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch eines der eindrücklichsten Erlebnisse, wo du selber das machen durftest, oder? Ja, das kann man schon sagen. Also es war für mich so ein ergreifendes Erlebnis. Es ist vor 2 Jahren geschehen. Da habe ich gemerkt, Gott fängt an, mich über mehr zu setzen. Die Bibel sagt ja, wenn wir dem Kleinen treu sind, wird er uns über mehr setzen, wird er uns mehr anvertrauen. Und ich merke in den letzten 1-2 Jahren, Gott vertraut mir mehr an. Wie du gesagt hast, Tausende durfte ich erleben, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Dieses Jahr, im Jahr 2023, waren es 5000 Menschen in 10 Tagen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und diese Dimension ist für mich neu. Wo war das? In welchen Ländern? Das war 4.700 Menschen haben sich bekehrt in Äthiopien. Im März 2023 und dann direkt danach war ich in Indien für 10 Tage mit einer Hilfsorganisation und dort waren es 300 Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben in einem Land, wo man eigentlich gar nicht predigen darf, wo es eigentlich Christenverfolgung herrscht. Aber Gott hat uns wunderbar beschützt und ja, in Äthiopien durfte ich das erste Mal vor Tausenden von Menschen stehen und Gott hat mir einfach gesagt, predige einfach lauter als deine Knie schlottern, dann ist alles gut. Ja, und jetzt zurück zu diesem Jungen, ja. Gewaltigen Erlebnis. Das war im Herbst 2021, vor 2 Jahren, war ich eingeladen mit einem Team von Pastoren nach Kenia zu gehen. Es war in einem ländlichen Gebiet, armes Gebiet, aber es war eine Dorfgemeinde mit vielleicht 200 Menschen. Und ich habe da gepredigt. Plötzlich kommt dann eine Frau, eine junge Frau, mit ihrem vielleicht 3-jährigen Jungen, der von Geburt an gelähmt war. Und sie hat ihn also hinter sich hergezogen. Der ist runtergehängt. Man sieht das dann auf den Fotos, die eingeblendet werden. Er konnte keinen Muskel bewegen. Und das hat mich schon so, der Anblick hat mich schon so berührt, einfach. Eine junge Frau, alleinerziehend, in einem ärmlichen Gebiet, vielleicht selber noch fast ein Teenager. Und jetzt bringt sie mir ihren Sohn und sagt, bitte bete für ihn, dass er wieder laufen kann. Und das hat mich so berührt. Und ich weiß ja auch, ich durfte jetzt schon über 30 Jahre in diesem Heilungsdienst, Verkündigungsdienst tätig sein und habe immer wieder mehr gemerkt, je mehr die Liebe Gottes da ist, desto mehr geschehen Wunder. Also wir können ja, ich kann ja nicht mal eine Fliege heilen, du auch nicht, Andreas, du stehst auch in einem Heilungsdienst, aber wir können nicht mal eine Fliege heilen, aber wir vertrauen dem Gott, der Wunder tut und wir vertrauen dem Gott, der durch Liebe heilt. Und das ist
an diesem Ort dann geschehen, zu dieser Zeit. Ich habe angefangen zu beten für diesen Jungen, der hat mich, war im Arm der, dieser jungen Mutter und hat mich ganz vertrauensvoll angeschaut. Und ich habe wirklich Vertrauen, Erwartung in seinem kleinen Gesicht gesehen. Und ich habe angefangen zu beten, Vater, im Namen Jesus. Aber dann hat mich diese Liebe Gottes übermannt. Die Bibel nennt das auch Erbarmen, ein herzliches Erbarmen, das einfach durch dich durchfließt, das von oben kommt, das vom Himmel kommt. Und ich konnte nur noch weinen. Mein Gebet bestand nur noch in Tränen. Manchmal ist das größte Gebet, das wir beten können, einfach zu weinen. Und ich hab geweint, vielleicht 2, 3 Minuten. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich stehe vor 200 Leuten und weine. Das war mein großes Heldengebet. Ja. Aber Gott ist der Held. Jesus ist der Held. Und er hat eingegriffen durch diese Liebe. Nach 2, 3 Minuten Weinen schaue ich auf das Füßchen des kleinen Jungen und es fängt sich an zu bewegen. Und ich sage zu der Mama, lass ihn doch runter. Und er läuft und läuft und die ganze Gemeinde ist begeistert. Und ich bin so berührt bis heute. Ich habe noch nie so ein tiefes Wunder erlebt vom Herrn, wie er einfach selber übernimmt. Und der Junge, ich habe gerade letzte mit diesem Pastor telefoniert, ich bin in Kontakt mit ihm, ich werde wieder dahin gehen. Und er sagt, diese junge Frau dient in seiner Gemeinde, ist Mitglied und der Junge macht mit, ist im Kinderdienst, rennt rum und ist völlig gesund seit 2 Jahren. Was für ein großartiges Wunder. Das ist wirklich wahr. Da kann man sagen, eben erstaunliche Wunder. Wenn man das in der Bibel liest, viele Leute sagen ja, zu dieser Zeit, als Jesus gelebt hat, da gab es diese Wunder. Aber heute, und das ist der Beweis, dass es eben heute noch geschieht. Ja. Also ganz, ganz gewaltig. Aber du hast so viele, viele Dinge erlebt, aber erzähl uns noch von so 2, 3 Beispielen, wo du sagen musst, gewaltig, erstaunliche Wunder. Ja, ich staune manchmal auch, wie unser lieber Gott Humor hat. Gott hat wirklich Humor und freut sich über uns und lacht mit uns und will, dass wir uns freuen. Ich war in Uganda, auch etwa vor 2,5, 3 Jahren, und da sind wir mit einem Team auch zusammen in den Busch gefahren, etwa 2 Stunden in den Busch gefahren. Da haben sie uns in eine Lehmhütte gebracht, eine große Versammlungshütte von der Gemeinde da. Etwa 200 Menschen waren da, zuerst 2 Stunden Autofahrt, dann 2 Stunden Anbetung, Lobpreis in Afrika. Man sagt ja, in Afrika haben sie die Zeit, in der Schweiz haben wir die Uhr, in Afrika haben sie die Zeit. Und da haben wir 2 Stunden Lobpreis gemacht. Nach 2 Stunden sagen sie, jetzt gibt es Mittagessen. Dann gab es ein wunderschönes Mittagessen. Und nach dem Mittagessen wurde ich gefragt, Evangelist Kurt, kannst du bitte uns ein Wort geben Gott, von Gott? Und ich sage, ja, aber lass mich zuerst noch auf Toilette. Ich muss noch auf Toilette gehen. Und dann gehe ich raus aus der Gemeinde. Dann stellt sich eine Frau breitbeinig vor mich hin und sagt, ich habe Augenjucken. Bitte bete doch für meine Augen jucken so. Dann dachte ich bei mir selbst, ja, wenn ich das nicht mache, dann komme ich nie auf Toilette. Also habe ich ihr die Hände auf die Augen gelegt. Und dann wirft diese Frau die Krücken weg, wirft das Korsett weg und springt hin und her und sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und der Erstaunteste in dieser Situation war ich. Ich dachte, Gott tut viel mehr als meine Gebete. Epheser 3, Vers 20 sagt, Gott kann viel mehr tun, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und das halbe Dorf ist zusammengerannt. Die Pastoren kamen aus der Gemeinde und sagen, was ist denn hier los? Ja, ein Wunder ist geschehen, Jesus hat sie geheilt. Ja, bringt doch das Wunder in die Gemeinde. Und die Enkelin dieser Frau, die war vielleicht um die 70 Jahre, die Enkelin war 17 Jahre, und ist in Ohnmacht gefallen und war 3 Stunden ohnmächtig, musste betreut werden, weil sie hat ihre Oma noch nie so gesehen. Dann in der Gemeinde hat sie ihr Zeugnis erzählt, hat sie gesagt, sie war in Uganda, hat operiert, sie war in London, hat operiert, 17 Jahre Schmerzen am Rücken, sie konnte nur noch mit Krücken laufen. Und wie ich für ihr Augenjucken gebetet habe, hat Jesus sie völlig wiederhergestellt. Ich weiß bis heute nicht, ob ihr Augenjucken geheilt ist, aber das war auch nicht mehr wichtig.
Es war wichtig zu sehen, wie Gott diese Menschen berührt hat, diese Frau, und sie benutzt hat. Das war am Anfang dieses Missionseinsatzes, und die kam mit mir mit zu jeder weiteren Veranstaltung. Und bei jeder Veranstaltung habe ich sie nach vorne geholt und gesagt, erzähl doch, was Jesus an dir getan hat. Und 100 Menschen haben sich in Uganda bekehrt durch ihr Zeugnis, und viele andere Zeichen und Wunder sind geschehen. Aber das hat mir gezeigt, Gott ist viel größer als meine Gebete. Gott ist größer als meine Gedanken. Also wenn jemand zuschaut, du hast eine Vision, du hast ein Gebet, weißt du was? Gott ist größer. Und Gott ist treu. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wie wir sind, kann er wirken, kann er durch seine Liebe Wunder tun. Ach, das ist ja so eindrücklich, muss ich sagen. Das ist erstaunlich. Das ist so erstaunlich und wunderbar. Aber es erinnert mich auch wieder an die Bibel. Weil Jesus hat Wunder getan, hat Menschen geheilt und andere Leute kamen, weil sie haben davon gehört, so jetzt diese Frau, bring sie doch gerade mit. Und ich bin überzeugt, dass er das eben heute noch tut und tun will, mehr und mehr. Und wenn jetzt jemand sagt, vielleicht ja, aber wieso erleben wir das in der Schweiz noch nicht in diesem Ausmaß? Was würdest du sagen? Du bist ja viel unterwegs, dienst aber auch in der Schweiz. Ja, das ist eine gute Frage, eine häufig gestellte Frage. Ich glaube, da gibt es keine 0815-Antwort. Es gibt einige Antworten. Eine ist zum Beispiel, wir haben natürlich in der Schweiz ein gutes Gesundheitssystem, Spitäler, Medikamente, das gibt es in Afrika nicht so sehr. In Afrika entweder erlebst du ein übernatürliches Eingreifen Gottes oder du stirbst. Also die Dringlichkeit des Gebetes ist schon ganz anders da. Und dann kommt dazu die unsichtbare Welt, oder? In der Schweiz oder in Mitteleuropa, Westeuropa, da kennt zwar jeder Jesus irgendwie, aber es ist wie zur Zeit, als Jesus in Nazareth war, haben sie gesagt, das ist doch der Sohn von Josef. Also sie haben gemäß der natürlichen Sinne, dem Verstand, Jesus erkannt, aber nicht mit dem Herzen. Und die unsichtbare Welt wie verneint und wie nur die Materie gesehen. Und das ist ein bisschen die Gefahr hier bei uns in den Breitengraden. Also wir verneinen fast die unsichtbare Welt. Aber in Afrika habe ich auch schon erlebt, gerade in dieser Zeit, als ich in Uganda war, haben zwei Zauberer mich verflucht. Ich habe da Befreiungsdienst gemacht, Dämonen ausgetrieben, was ja die Bibel auch sagt in Markus 16, wir sollen das tun, den Kranken die Hände auflegen, Dämonen austreiben. Und da wurden viele Kinder und Teenager frei von dämonischen Mächten. Und da kamen Zauberer und stellten sich zwei Zauberer an das Fenster und haben mich verflucht. Aber dann sind die weggerannt und in den Schlamm gefallen und weitergerannt. Warum? Weil die Bibel sagt, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Der fliegt hin und her wie eine Schwalbe. Also er geht zurück an den Absender. Return to sender, hat ja Elvis Presley gesungen. Zurück an den Absender. Und wenn wir in diesem Schutz Gottes sind, dann ist der Fluch unverdient. Ja, wir hätten alle Strafe und Tod verdient und Fluch verdient, aber Jesus Christus ist für uns zum Fluch geworden. Damit uns der Segen Abrahams zuteil wird, damit uns der Schutz Gottes zuteil wird. Und darum ist er aus dieser Flucht zurückgegangen. Und später bin ich dann wieder zu diesem Pastor gekommen und er hat mir erzählt, dass inzwischen dieser eine Zauberer ist weggezogen und der andere war dann Mitglied in seiner Gemeinde. Und das ist etwa 5, 6 Jahre her und heute ist er Pastor, hat sie zum Pastor ausbilden lassen. Also diese Zauberer haben eine stärkere Kraft erlebt. Und sie wussten ja auch, dass die unsichtbare Welt real ist. Dass die Wunder real sind. Und das größte Wunder ist für mich immer noch ein neues Leben, eine neue Geburt. Und das, wenn wir das erleben, dann merken wir, es gibt eine unsichtbare Welt. Also das sind zwei Punkte. Ja. Dann gibt es Menschen, die haben mir schon gesagt in unserem Breitengraden, ja, ich will gar nicht geheilt werden. Wenn ich geheilt werde, muss ich arbeiten gehen. Jetzt habe ich IV, jetzt wird mir alles bezahlt, wird sich um alles gekümmert. Das fällt alles weg, wenn ich geheilt werde. Also wir haben bestimmte materielle Sicherheiten, die uns ein Stück weit abhalten. Und in Nazareth haben sie gesagt, Sohn Josefs. Aber der blinde Bartimäus hat gesagt, Sohn Davids.
Und wenn wir dahin kommen und Jesus als den königlichen Gottessohn sehen und auch in diese unsichtbare Welt hineinkommen, dann werden diese Wunder genauso hier geschehen. Und ich glaube, jetzt in Westeuropa, wir sind hinter dieser Corona-Zeit, wir sind hinter vielen Krisenzeiten und die Menschen erkennen immer mehr, das Materielle nützt nicht aus. Es ist gut, Ordnung zu haben und Struktur, aber es hat Begrenzungen. Und die geistliche Welt, unser Gott, ist unbegrenzt. Seine Liebe ist grenzenlos. Es gibt ein altes Lied, das heißt, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und wenn wir das erleben dürfen in unserem Breitengraden, dann wird Nazareth zu einer Erweckung kommen. Ich möchte auch noch mal auf den Anfang zurückgehen. Und du hättest dir sagen können, ja, ich habe das größte Wunder ist eigentlich, dass ich das erlebt habe. Du hast bewusst gesagt, nein, nicht, dass ich jetzt frei wurde, sondern dass ich diese Liebe erfahren habe. Ich habe mich zutiefst nach dieser Liebe gesehnt. Ja. Und jetzt, wer weiß, hat es Leute, die zuschauen und sagen, eigentlich ist mein Leben hoffnungslos. Oder ich bin depressiv, ich habe Ängste, ich habe Panikattacken, was auch immer. Und jetzt erzählst du davon eine Liebe, die so umwerfend ist. Und die möchte ich auch haben. Wie geht das? Was soll denn jemand, oder was kann er tun oder sie tun, zu sagen, ich möchte diese Liebe auch erfahren, die der Kurt erlebt hat? Das ist eine fantastische Frage. Vielen Dank für diese Frage. Das ist eigentlich der Kern des Evangeliums, der Kern der Bibel, diese Liebe Gottes, die größer ist als körperliche Liebe, als seelische Liebe. Es ist die Bibel spricht von dieser Liebe, die größte aller Lieben, die ihr Leben hingibt für die Freunde. Und diese Liebe, die ich erfahren durfte, war stärker als Heroin, war stärker als Alkohol, war stärker als alles, was ich jemals erlebt habe. Der Mensch ist ja so, dass er nur etwas loslässt, wenn er etwas Besseres bekommt. Ich vergleiche das manchmal wie mit einem Hund, der einen alten Knochen nagt. Wenn du ihm diesen Knochen wegreißen willst, wird er dich beißen. Wenn du aber ein saftiges Kotelett daneben legst, lässt er das von alleine los. Und der alte Knochen ist diese Sucht, ist diese Mangel an Liebe, diese Abhängigkeit, diese Sinnlosigkeit. Und dieses saftige Kotelett ist das Evangelium. Jesus hat gesagt, mein Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er mich als einzigen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, es hängt alles mit Glauben zusammen. Im Mai 88, nach 12 Jahren Drogenkonsum, also das ist jetzt 35 Jahre her, kam ich an diesen Punkt, wo ich kapituliert habe. Ich war zu stolz, sogar in meiner Gefangenheit, in den Drogen, um mich zu demütigen. Aber als mein Leben dann wirklich völlig vor dem Trümmerfeld stand, habe ich mich gebeugt vor Gott. Und gesagt, wenn es diese Liebe wirklich, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann komm doch in mein Herz. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und mit dem Munde bekennt, dass er von den Toten auferstanden ist und ihn zu seinem Herrn macht, der wird gerettet. Das ist eigentlich ganz einfach und viel zu einfach für meinen Verstand. Und ich habe es nicht verstanden. Ich muss zugeben, ich verstehe es heute noch nicht. Aber ich erlebe es, weil dieser Friede, diese Liebe Gottes, sagt die Bibel, übersteigt den Verstand, übersteigt das Natürliche. Also wenn jemand heute zuschaut und sagt, ich möchte diese Liebe erleben, dann bete mir einfach nach und leg dein Herz Hand aufs Herz und sage, lieber Herr Jesus, ich verstehe es zwar nicht, aber ich brauche dich. Ich öffne mein Herz für dich, komm hinein, vergib mir meine Schuld, wasche mich durch dein Blut. Ich bekenne dich als meinen Herrn. Übernimm mein Leben mit deiner Liebe. Amen. Wenn du das gebetet hast von Herzen, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Dann gehörst du nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Wir könnten noch viel erzählen, jetzt auch viele Wunder. Aber die Zeit ist ja ein bisschen beschränkt auch. Jetzt, ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, Kurt. Und zwar, das durfte dein Vater ja auch erleben. Genau das, was wir jetzt hier gesehen haben, du hast gebetet, du hast gesagt, wenn du das zu deinem persönlichen Gebet machst, dann, und Jesus bekennst, das in deinem Herzen auch glaubst, dann geschieht das. Ja. Und erstaunliche Geschichte.
mit deinem Vater. Erzähl uns das auch noch ganz kurz. Ja, gerne. Mein Vater war Alkoholiker, hat im Schützengarten Brauerei gearbeitet, 35 Jahre. Mein Großvater war auch Alkoholiker. Das war auch diese Generationenerbe, das mir mitgegeben wurde, Sucht. Und ja, ich habe meinen Vater gehasst. Ich habe ihn verflucht, ich habe ihm Schlechtes gewünscht, ich habe ihn bestohlen, ich habe ihn belogen. Als ich 18 Jahre alt war, hat er zu mir gesagt, räum dein Zimmer auf, mach das. Und ich sagte, nein, keine Lust. Und er sagte, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegst du eine Ohrfeige. Ja. Ich sage, gut, wenn du mich schlägst, da war ich ja schon ein junger Mann, dann schläge ich zurück. Und er hat mich geschlagen und ich habe zurückgeschlagen. Und da habe ich gemerkt, das war ein Bruch, weil die Bibel sagt ja, wir sollen Vater und Mutter ehren, dass es uns wohl geht und wir ein langes Leben haben. Und ich wusste das damals nicht, wie man seine Eltern ehrt oder was das bedeutet. Mein Vater war zwar, hatte Probleme mit Alkohol, aber er war trotzdem ein ziemlich guter Vater. Er hat immer gearbeitet, hat sich um uns gekümmert. Aber er hatte diese Gefühlsarmut, es schwierig, Gefühle weiterzugeben. Und heute weiß ich auch, warum. Dann kam ich ins Best Hope, in die Drogentherapie, und dort wurde uns beigebracht, du kannst nicht gesund werden, wenn du nicht deine Beziehungen aufräumst, wenn du nicht deine Elternbeziehungen aufräumst. Eben dieses Gebot, Jesus sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst. Also wenn du wohlergehen möchtest, langes Leben, ehre deine Eltern. Was nicht bedeutet, dass du alles mit allem einverstanden bist, aber du respektierst sie, du bist dankbar dafür, was sie geleistet haben, damit du leben kannst. Und ich habe einen Brief ihm geschrieben und um Vergebung gebeten für alle meine Schandtaten, alles, was ich jetzt kurz angerissen habe, um meine Beziehung aufzuarbeiten und zu sagen, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Wie der verlorene Sohn ist in sich gegangen und hat gesagt, ja, die Knechte haben es ja besser bei meinem Vater. Ich bin jetzt bei den Schweinen gelandet. Könnte ich doch nur ein Diener sein bei ihm zu Hause. Und ist zurückgegangen. Und so ähnlich ging es mir. Und ich sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Vergib mir, ich habe dich geschlagen, ich habe dich abgelehnt, ich habe dich nicht geehrt. Und die Beziehung wurde wiederhergestellt. Und mit 57 Jahren war dann mein Vater im Krankenhaus und lag im Sterben wegen Lungentumor, hatte mehrere Operationen. Aber bevor er starb, durfte ich mich völlig mit ihm versöhnen. Und Gott hat dann zu mir gesagt, wie kannst du von deinem Vater Liebe erwarten, die er selber gar nie bekommen hat? Er war ja ein Halbwaise und meine Großmutter war Vollwaise. Er hatte diese Liebe vom Vater gar nicht bekommen, er konnte sie mir nicht geben. Aber jetzt darf ich meinem eigenen Vater Vaterliebe geben. Und dieser Hass hat sich umgedreht in Liebe. Diese Bitterkeit hat sich umgedreht in Vergebung, in Zuwendung. Und ich konnte weinen für meinen Vater und ich durfte mit ihm beten. Und er hat sich entschieden für Jesus. Er ist dann anschließend gestorben mit 57 Jahren. Aber ich weiß, er wartet auf mich im Himmel. Und das war für mich eine wunderbare Wiederherstellung und Heilung. Das ist so wunderbar. Und das zeigt auch, es gibt eine Perspektive, die geht über dieses Leben hinaus. Nämlich, wenn wir mal sterben, ist nicht einfach Schluss. Das sagt uns die Bibel auch ganz klar. Und da können wir uns nur von Herzen mitfreuen. Und wir haben jetzt viel über Heilung gesprochen, vieles gehört. Kurt, wenn jemand jetzt sagt, ich brauche auch Heilung, würdest du gerade beten noch? Ja, sehr gerne. Ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen geheilt wurden per Telefon, per Anruf und per Sendung. Und das ist möglich. Also lege doch jetzt, wenn Sie zuschauen und Schmerzen haben oder merken, Sie brauchen eine Heilung, Sie sind angesprochen, dann legen Sie doch selber Ihre Hand jetzt dahin, wo, wenn Sie Kopfschmerzen haben oder Rückenschmerzen, legen Sie die Hand dahin und ich bete gemäß Apostelgeschichte 4, Vers 30, dass Gott selber seine Hand auf ihre legt. Dass Gott seine Hand auf ihre legt. Seine Hand ist Heilung. Seine Hand ist Wunder. Und wir bedrohen jeden Schmerz und jede Krankheit, dass Gottes Hand Heilung schenkt und Wiederherstellung. In Jesu Namen. Amen.
wie Kurt das heute gemacht hat, dass er erzählt hat von den Wundern Gottes, die er erlebt hat und die er auch erleben darf in seinem Dienst, so freuen wir uns auch über eine Rückmeldung. Wenn Sie jetzt geheilt wurden, dann schreiben Sie uns oder in die Kommentare rein. Wir freuen uns. Es soll zur Ermutigung sein, wieder für andere Leute. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie diesen Jesus Christus noch nicht kennen oder Sie keinen Frieden haben oder sogar unversöhnt leben, was auch immer, dann kommen Sie zu Jesus. Er streckt Ihnen seine Hand jetzt gerade entgegen. Und auch Sie können neu anfangen. Und für mich ist es so ein eindrückliches Beispiel, der Kurt, muss ich sagen, so, wir kennen uns ja schon viele Jahre. Und so eindrücklich zu sehen, was Gott machen kann, egal wie unser Leben mal war, wenn wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. In dem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Kurt. Danke auch. Ja. Ich wünsche dir Gottes Segen und auch Ihnen, liebe Zuschauer, Gottes Segen. Wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder vorbeischauen. Wenn Sie Fragen haben oder auch sagen, ich möchte, dass Sie beten für mich, eingeblendet auch die Mailadresse. Wir beten sehr gern für Sie. Gott segne Sie.